Manchmal wirkt alles nur noch ein bisschen grau. Ständig hat man das Gefühl, den Boden zu verlieren. Als würde man ständig unter Spannung stehen. Suggestion: Avoid contact with deadly hazards. Man muss dann einfach wieder raus. Neue Eindrücke, neues Erleben und die Sonne wiedersehen. So, schönen guten Abend. Ich sitze hier im schönen Spökes mit dem Dennis Sunshine TV. Und ja, mich kennt ihr, Predator Social Media Buddy. Und wir wollten mal den Vulcan Knights ganz freundlich grüßen. Wir haben uns zusammen seine Seite angeguckt und so und ja, freuen uns. Moin. Genau, das ist der Dennis Sunshine TV. Ja, der richtig wahre, einzige. Der einzige wahre. The one and only. Und wir haben uns deine Seite angesehen, Vulcan Knights. Wir fanden die auch richtig geil. Und wir freuen uns, dass du so um die 2000 Abonnenten hast. Aber wir haben so ein bisschen miteinander geredet. Und wenn ich Fragen habe, ja, dann wende ich mich hier an den Dennis. Das war nett, dass du das mir anbietest oder so. Ja, vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Genau, immer, immer. Also ich finde das so geil, dass der mir hilft und mir Rat gibt und so. Weil der hat einfach den Skill dafür. Das sieht man einfach auch, wenn man sich mal seine Seite ansieht. Müsst ihr checken. Dennis Sunshine TV ist einfach eine geile Show. Leute, ich stehe zwar nicht unbedingt immer auf die gleichen Spiele wie der, aber wie der die spielt, ist einfach super geil, unterhaltsam. Geht auf seine Seite, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Und wenn ihr mich schon nicht abonniert habt, dann tut das bitte auch. Ja, subscribe. Ja, hoffentlich auch. Wäre geil, ne? So, wie gesagt, wir sitzen hier im schönen Spökes, Koblenz. Einfach geil, ist auch hier richtig geile Musik. Zwar nicht zu Dennis seine Musik, aber meine Musik. Oh ja, okay. Okay, ja? Feiern ist die gute Musik. Ja, siehste, der Mann hat ja auch Geschmack. Kann man hören, die Musik. Ja, siehste, ich sag doch, der hat auch Geschmack. Und ja, das war eigentlich. Wir wollten auch gerade den freundlichen Gruß loswerden. Wir checken gleich mal die Oculus Quest. Ja, ja, machen wir mal. Ja. Übrigens, mit Spökes, mit denen haben wir nicht geschattet. Und die haben mir angeboten, dass ich die Quest wieder hier testen kann. Aber wir haben eben gesehen, das Parkhaus, das hat einfach geiles Licht dafür. Und wir gehen dann gleich mal ins Parkhaus und checken, ne? Das ist die Idee. Ja. Am besten tun wir den Parkhausnamen nicht verraten, dann stehen dann nachher ein paar hundert Leute. Ja, ne, das ist kein Thema. Die sind schon geschult darauf, wenn da irgendwelche Leute mit einer Oculus Quest. Aber wir haben keine Securities dabei. Egal, wir machen so Selbstverteidigung. Wir haben Ninja, Cyber Ninja Spiel dabei. Ja, dann machen wir einfach, ziehen wir die auf und dann werden die weggehauen. Ist kein Thema. Dann werden die aus der virtuellen Welt praktisch ins Leben reingeholt. Wir hauen die aus der virtuellen Realität, aus ihrer Realität heraus. Das ist eine richtig gute Idee. Geil, oder? Das machen wir. Das machen wir. So Leute, das war's erstmal von uns und tschüss. Prost. In dem Sinne, Prost, mach es gut. Mach besser. Na gut, mach ich. Marit, Jung, Marit. So, da sind wir wieder, der Dennis Sunshine TV, das erste Mal die Oculus Quest. Und, wo bist du jetzt? Ich bin jetzt im Startmenü hier, aber moin erstmal. Das hört man bestimmt bis nach draußen, oder? Das hört man ganz gut, ja. Das hört man richtig gut. Muss man ja auch hören. Ja, hier Spiel 1, 35%, Spiel 2, alles 8%. Mach mal Neues. Kann ich hier neu? Ich mach einfach uns Spiel 5. Ja. Fortsetzen. Greif und wirf Kugeln und Raketen, um maximalen Schaden zu verursachen. Hört sich gut an, ne? Hört sich easy an. Ey, ist mir schon Fahrstuhl drin. Ja. Egal. Na gut, ja, da steht das Logo vom Spiel. Wo sollst du sonst stehen? Ach, hier steht jetzt 2. 1. Oh, jetzt steige ich aus hier. Ja. Jetzt kann ich meinen Controller nach vorne bewegen wahrscheinlich. Achso. Die erklärt dir alles. Jetzt geht er. Folge einfach den Anweisungen. Ey, da haben wir 3:05 haben wir im Zimmer. Ja gut, das ist eine andere Uhrzeit, ne? Das ist in der Zukunft. Boah, es sieht so aus, als ob ich so voll das lange Laser-Ding in der Hand, ey. Teleport, hm? Richtig. Ob ich Teleporter bin? Ja, das ist, da gibt zwei
Möglichkeiten der Fortbewegung in VR. Das eine ist Teleport, das machst du gerade, ne? Und das andere nennt sich Free Locomotion. Free Locomotion funktioniert in etwa wie eine 3D-Ego-Shooter-Steuerung, weißt du? Den kann ich ja nicht. Hat ich zwar erklärt, aber ich weiß nicht, wie die das meint. Ah! Du kannst auch die Richtung bestimmen, in der du dann guckst, indem du dann das Ding drehst. Weißt du? Ah, jetzt habe ich gerafft. Eddie erklärt dir alles. Alter, wer ist das denn? Boah, jetzt habe ich mich ein bisschen erschreckt gerade. Boah, ich würde hier gerade so hochheben, wie so ein Fitnessstudio, wenn ich hier hochheben. Mach mal das, was die sagt. Der ist jetzt grün, der gelb, der Kreis. Wenn ich hier drauf drücke, Bein drauf, ne, der geht nicht weiter. Aber da kommt voll lecker ein Laser raus. Das macht Spaß, Junge. Er muss erstmal das Spiel spielen, das ist ja nur die Lobby. Weißt du? Tutorial, Zielgreifen. Ach, muss ich hier beide? Achso, ja. Achso. Was sagst du denn zur Grafik? Das ist echt nice. Boah, hier voll auf die Uhr. So, achso, muss ich hier runter drücken. Geht doch weiter, oder? Nee. Kann man wiederholen, was sie sagen soll? Ah. Oh, jetzt kann ich ihn so an den Kragen packen, Junge. Ja. Nein, Junge, was geht? Alter, der Kopf ist voll. Du kannst komplett so einen Roboter auseinanderreißen. Arm abreißen, Kopf abreißen, du kannst später im Spiel dann mit den Köpfen oder den Armen nach denen werfen, so verprügeln mit ihren eigenen Händen und so. Du kannst auch das komplette Spiel eigentlich spielen, ohne dass du selber eine Waffe benutzt, ja? Indem du einfach nur Kugel fängst, zurückwirfst, ja? Kranke Kacke, Junge. Ja, das ist richtig cool, macht echt Fun. Aber schon heftig. Als meiner Lieblingsspiele. Jetzt bist du mal dran. Mach du mal weiter. Also hier komme ich gerade nicht weiter. Doch, du musst nur in einem anderen Raum landen und dann kannst du die Level aussuchen. Das ist ja momentan noch Erklärung, weißt du? Da ist noch ein Nebenraum. Der, ach, da oben. Ja. Und dann siehst du dann auch so eine. Ja, musst du noch was machen? Hat die noch eine Anweisung gegeben? Ja, die weiß ich nicht mehr. Soll ich mal gerade mal gucken? Ja. Ich guck mal gerade. Technik müsste jetzt wieder funktionieren. Ich habe einfach nur ein bisschen blöd gestanden. Tutorial Seitenholzer, bist du also ruhig jetzt hier im Raum? Nee, da wurde, wie wir gerade standen eigentlich. Und jetzt guck mal links und rechts an dir runter. Da hast du Waffen. Du hast Waffen in deinem Holster. Einfach nach den Waffen greifen. Jetzt muss ich auf Fortsetzen kommen. Genau, jetzt wieder auf Fortsetzen. Ich muss gerade mal so. Ja, macht da die Brille richtig sitzt. So. Aber die kann man auch gut für den Brillenträger benutzen, auf jeden Fall. So. Ja, finde ich auch. Ah, jetzt kann ich die hier. Genau, jetzt habe ich es in der Hand. Jetzt hast du es in der Hand. Und jetzt einfach die Ziele schießen. Das ist ja noch Tutorial. Wahrscheinlich hast du den Ton leise jetzt, gell? Weiß ich nicht. Und? Ja, der war leise, deswegen konntest du nichts sagen. Und jetzt ist es komplett? Jetzt ist richtig. Schieß mal auf die Ziele. Genau. Ah, jetzt steht hier, Kabler explodieren, wenn du sie wirfst, loading. Hm? Jetzt steht loading. Ach, du hast irgendwas angedrückt? Hast ein Level geladen? Ja, ach so, Level, jetzt ist ein Level drin. Armission, Revo, Recruit, rufe die defekten Produkte zurück. Ja, schieß ja, ist ja zu viel. Dann liegt hier irgendwo gleich meine Waffe, ja? Ja, deine Waffen hast du in einem Holster. So. Und du kannst, wie gesagt, du kannst auch... Ah, jetzt kann ich hier auch nehmen, ich hab falsche Taste. Oha, genau, Heller, Junge. Richtig Heller. Ah, gut, wenn man das erstmal jetzt weiß, wie du die hier drücken musst, jetzt habe ich auch zwei in der Hand. Ja. Ja, das war eben falsch. Ich hab hier unten, die habe ich hier oben gedrückt. Ja, ja, ich habe da doch falsch gesagt eben, muss ich sagen. Ich habe gesagt, man muss mit beiden Händen greifen. Das ist manchmal von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Sammelchips. Okay, jetzt geht es automatisch weiter. Mhm. Ah, da. Das sieht auf jeden Fall richtig krass aus. Das ist eigentlich wie die VR-Brille vom Computer. Also von der Grafik kommt die genauso ran. Nee, Alter, das ist ein riesengroßer Unterschied. Aber das fällt dir jetzt nicht auf, weil du voll in der VR bist. Weißt du? Aber ach, grafisch ist das ein Unterschied. Ich habe lange keine VR mehr angehabt. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie das vor einem Jahr war. Ja. Und ja gut, ich habe ja den Brillenaufsatz gerade nicht da drin. Ja. Weil ich muss das ja ein bisschen so reinquetschen, weil das so gerade so ein bisschen aussieht. Aber wie gesagt, grafisch ist der PC schon besser. Aber es ist trotzdem geil, ne, die Grafik. Die ist echt auf jeden Fall gut. Ah, jetzt mache ich die neue holen. Ah, jetzt habe ich wieder.
Ja, wie gesagt, bei dem Spiel kannst du einfach die Waffen noch wegwerfen und dann hast du immer wieder neue Holster. Brauchst nichts nachzuladen oder so. Ist auch von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Bei anderen Spielen musst du dann auch ein Magazin nachladen, wie man aus der Realität kennt. Ne? Dann nimmst du ein Magazin und tust es in die Waffe rein. Aber das ist jetzt so ein Arcade-Shooter. Du kannst auch Kugeln fangen und zurückwerfen, ne? Und jetzt 5. Muss ich in das Blaue da reinschießen wahrscheinlich? Nein, du musst dich auch da fortbewegen, ne? Achso, muss ich nach vorne gehen? Na, ich meine mit dem Teleport. Ach so. Mit dem Teleport. Ah, okay. Das ist natürlich... Ah, hier. Oh, jetzt muss ich mich hier umdrehen. Oh, jetzt kommen sie wieder. Oh, die sehen aber hübsch aus. Oh, ich muss neue Waffen holen. Kann man nachladen? Nee, neue Waffen. Ne, brauchst du nicht. Einfach eine neue Waffe holen. Also wenn die so direkt vor einem nahestehen, das ist richtig crazy, Junge. Ja, ne? Du kannst sie auch nach denen greifen und sie kaputt hauen, die ne? Sieht aus wie so Vogelspinnen gerade hier, die ich gerade habe. Ja. So kleine, ne? Du kannst auch die kleinen, die wie Spinnen aussehen, kannst du greifen und die werfen und dann sind das Bomben. Ah, okay. Ah, hier sind schon mal schöner. Du kannst nach jedem Roboter greifen, ne? Und den auseinanderreißen zum Beispiel. Oder auch wie Bud Spencer einfach einem oben eine Schelle geben. Oha. Boah, die sind jetzt ganz voll da. Ich hab aus Versehen zu weit teleportiert. Macht nix. Bringen sie einfach alle um. Schieße alle ab. Ey, der springt, Junge, der war der Spider-Man. Oh. Der wie Spider-Man? Das ist ein Roboter. Oh, der ist gestolpert, der Junge. Tut mir leid, Junge. Ich muss noch neue Waffen. Der sieht hübsch aus wie manche Menschen, die ich gesehen habe schon. Coole Grafik, ne? Also für so ein Mobilgerät ist ja der Hammer, oder? Das ist krass, ich stehe hier mitten so auf der Straße, gerade hier. So hier links ist der Parkplatz, hier ist ein Eingang und hier ist so eine Seitengang. Alter, das liegt daran, dass wir im Parkhaus sind, aber ist egal. Da wird es einfach cool. Ich stand noch Ja, aber das hat sich jetzt auch wie die Beschreibung von dem Parkhaus hier angehört. Ach, da ist ein Parkplatz, da ist ein Eingang. War schon cool. Ob ich gerade noch so ein Dreidinge, wie heißt das so? Ich stehe mitten in der Mitte und links und rechts ist eine Straße und hinter mir. Ach, keine Ahnung. Ja, kein Thema, erklär ruhig. Praktisch hier stehe ich, hinter mir ist nichts, vor mir ist nichts, aber links und rechts ist dann so. Muss ich mal hier so drehen und hinter mir kann jemand kommen. So. Ja, klar, logisch. So hat meine Stadt. Ja. Das hat Dennis Erklärung halt immer. Ja, wie will man. Ihr wisst ja, was ich meine. Wie will man die virtuelle Realität erklären? Man muss sie erleben, oder? Und 19.080 Punkte. Oh, wow. Alter, für dein erstes Mal? Ja, ich würde sagen, jetzt gebe ich mal ab, weil ich habe irgendwie die Runde verloren. Quatsch. Da gibt es keinen Gewinn oder verlieren. Sollen ein anderes Spiel mal. Also ich glaube, da kann man sich mit der VR-Brille kann man sich schon ein paar Stunden auf jeden Fall beschäftigen. Also das sind viele Spiele, die man hier draufladen kann. Also schon cool. Boah, hier kannst du auch unten gucken. Das ist schon geil. Du meinst du, ob du so vom Haus stehen würdest? Sieht aus wie ein paar Kumpels, die große Sparkasse. Da ist so hochgucken. Ja, würde ich sagen, gib ich dir den Controller. Und? Warte mal, ich nehme sie gerade, ja? Einen Controller? Willst du die Brille selber ausziehen oder soll ich dir helfen? Helfen lieber. Ja, Chef. Und nein, es sind Autos. Ja, jetzt. Nein, wir werden überfahren. Warte mal. Ich lasse das Video laufen. Warte, und helfe dir dabei. Nimm die Brille in die Hand, mit beiden Händen. Ich mache dann wieder mal los hier. Warte mal, die Hand mal kurz, genau. Nimm es wieder in die Hand. Ja, ich hab's. Oh, ein Auto, und hier lasse ich los. Und jetzt kommt das Krasse, Leute. Jetzt seht ihr nochmal die Brille, die er anhat. Die ist echt mega groß. Und wir haben da keinen Adapter drin gehabt. Wir haben da das We Are Cover drin gehabt. Ja? Ja, ist kein Adapter diesmal drin gewesen, weil er ihn vergessen hat. Aber es geht trotzdem ohne Adapter zur Not, wenn man die zum Kumpel mitnimmt. Das geht auf jeden Fall. Also wenn man die richtig anpassend anzieht, da hat man genau das. Na gut, ist halt ein bisschen komplizierter, als wenn man einen Adapter wahrscheinlich drin hat. Das ist kein Thema. Du nimmst einfach das obere Teil raus. Wenn du das so positionierst und dann dran schnallst, dann ist das eigentlich easy. Also das kann, wenn das ja fest ist, dann hast du die Grafik ja, die du so vor dir hast. Aber dann verrutscht die ja nicht. Dann ist das ja ist auch easy. Und was sagst du? Hat dir gefallen? Die ist cool. Also für den Preis ist schon geil. Also. Ja, wie gesagt, aber wenigstens hast du keine Kabel wie vom Computer. Ja. Du hast ja so Sensoren, du musst praktisch hier oben einen Sensor, hier machen, da einen Sensor, da oben einen Sensor, hier einen Sensor. Ja. Du musst eben im PC praktisch so. Ja, PC kann ja da stehen, aber du musst in der Mitte stehen, dass die Sensoren alle ausrichten. Und da kannst du einfach frei hier so rumlaufen, weil du da einfach mit dem Controller dein Revier hier praktisch markieren kannst. Ja, genau. Und das ist halt das Geile. Du kannst die überall mitnehmen, dass du mal aus dem Hof. 4x5 Meter, zeichnest alles einfach ein
Oder Garten, keine Ahnung was. Und dann kannst du einfach. Ja, muss nur gucken. Da muss, muss Struktur haben, damit das, genau, das Gerät Punkte hat, die der kennt. Weißt? Also du kannst nicht auf dem freien Feld die nutzen. Genau, also da muss irgendwas sein. Und halt wegen der Sonne. Dann am besten halt so Abenddämmerung ist vom Licht am besten. Parkhaus ist das Geilste. Parkhaus. Mach das lieber abends so, oder so Wochenende Zeiten, aber wir haben ja hier so ein. Sag nochmal einen wichtigen Satz, nie alleine dann ins Parkhaus gehen. Ja, nie alleine, immer mit jemandem zusammen. Hier zum Beispiel haben wir hier ein Parkhaus hier, ich stehe gerade praktisch hier. Und wenn man das von hier guckt, dann haben wir gerade so zwei Parkplätze hier, die wir gerade zur Verfügung haben. Geh nochmal rein. Wir haben jetzt eine schöne Ecke gefunden, das ist praktisch unsere Ecke, da haben wir so ein schönes Bier. So. Also wenn ihr mit Bier zockt, also dann müsst ihr schon aufpassen, also wenn ihr dann ganz alleine seid und hängt dann hier schon so... Ganz gefährlich, ne? Nie alleine. Sagen wir nochmal, nie alleine. Nie alleine, auf jeden Fall. Nie alleine ins Parkhaus also gehen mit der Brille. So. Ja, ja Bescheid, brauchen wir nicht reinklippen. So, dann tue ich mal gerade hier, warte mal. Also, so, getestet, Oculus Quest von Dennis Sunshine TV. Nochmal, deine Meinung, geil oder geil? Also ich würde sagen, die ist gut, auf jeden Fall. Also, na, geil oder geil. Du sagst geil, geil, ne? Geil, oder? Macht Spaß. Also wenn ihr die auf jeden Fall mal ausprobieren wollt, 450 Euro. Aber es gibt ja momentan auch bei, ne, nicht bei Steam, aber ich glaube, die haben so Leihen. Börsen. Gibt wo du die auch leihen kannst für einen Monat leihen, das ist auch nicht großer ja. Preis. Oder ihr geht, meldet euch beim Sebastian bei der MRTV Experience, da könnt ihr alle verfügbaren VR-Headsets, also nicht nur die hier, sondern auch die für den PC, alle testen. Ich glaube, das kostet so um die 40 Euro, der nimmt sich 90 Minuten Zeit, macht Beratung und alles und drum und dran. Ich war ja bei der Eröffnungsfeier dabei und kann die wirklich nur empfehlen. Also wenn ihr alle Headsets testen wollt, MRTV Experience in Dortmund beim Sebastian. Ja, da kennst du dich am besten aus, deswegen teste ich hier ja bei dir. Ja, da kannst du viel mehr erzählen als ich, weil ich bin ja der Tester. Ja, ansonsten schreib mal unter die Kommentare, wenn du Bock hast, wenn ihr Fragen habt. Wenn du Bock hast, ich kann das arrangieren, wenn du Lust hast, dass wir zusammen zum Sebastian fahren und du mal alle Headsets austesten willst. Das könnte man mal so in Erwägung ziehen. So. Ja, also machen wir auch Zeit. Können wir nächstes Jahr machen. Ja, machen keine wir. Einen. Machen das mal. Können wir auf jeden Fall mal vorplanen. Machen wir das. Also wenn ihr Fragen unter dem Video habt, am besten stellt das ihm, nicht mir, weil ich bin ja auch der Tester, ich habe nicht ja, so viel Ahnung. Ja doch, wir können dich jetzt Dinge fragen. Du hast es ausprobiert, du kannst sagen, wie es war. Gut, wenn ihr mich auch fragen wollt, gut, wie es war, kann ich euch sagen, aber wenn ihr unter meinem Video irgendwie drunter schreiben solltet, wie das war, ich leite die Fragen einfach ein, weil das ist einfach einfacher. Ja, genau. Ist einfach einfacher. Also auf jeden Fall vergesst nicht, Dennis zu abonnieren, Dennis Sunshine TV. Ja, dich auch, gell? Ja, mich, wär cool, ich würde mich und freuen. Und wie sagen die anderen YouTuber, lasst doch mal bitte ein Like da. Ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und Glocke nicht vergessen. Und die Glocke nicht vergessen. Das ist ganz unten rechts, dann machst du einmal Ding. Also nichts gemauert und in der Erde, rechts, wie das Parkhaus hier. Teilbenachrichtigung oder alle Benachrichtigungen, dann müsst ihr auf alle Benachrichtigungen gehen. Weil YouTube hat manchmal so ein bisschen Das ist voll der Profi. Ich lerne so viel von dem, ohne Witz. Der hat echt Ahnung, der hat mir heute Abend so viele Dinge erklärt. Ja, wenn du da auch Fragen hast, gell? Immer. Du kennst dich halt aus, weißt du? Und es ist cool, wenn man Leute hat, die sich auskennen, die man direkt fragen kann, die das auch freundlich machen, die das in der Art machen, ohne dass man meint, okay, der guckt von oben herab oder so, sondern auf Augenhöhe sind. Da kenne ich welche. Da kennst du welche. Aber immer so sein, wie man ist. Und wichtig ist, Mensch bleiben und friedlich sein. Deswegen kommt der auch so gut bei den Leuten an. Ich muss sagen, ich mag den Channel. Man sieht das einfach, die ich Leute... Also ich kann das ja nie selber beurteilen, doch, weil das bin ja in meiner Rolle ich, so. Und ich kann dir sagen, du bist genauso auf deinem YouTube-Channel, wie ich dich schon privat kennengelernt habe. Das freut mich, das höre ich immer gerne. Das ist praktisch auch nicht abgesprochen jetzt gerade, wenn ihr das denkt. Aber ich tue mir selbst gar nicht so gerne ein Urteil bilden, wie ich jetzt so bin, weil ich kriege das manchmal selber nicht mit. Ich muss immer von anderen am besten ja. Also von mehreren Leuten. Weil manche sagen halt nicht die Wahrheit und das ist immer so. Man muss brauchst so ja keinen Gedanken abwägen. Zu machen, wir haben uns ja schon vorher gekannt. Das stimmt. Ne, wir kannten uns schon von einem gemeinsamen Arbeitgeber, für den wollen wir jetzt auch keine Werbung machen. Aber wie war das nochmal? Das ist eine andere Geschichte. Ne, ist auch egal. Also wir kennen uns von der Arbeit, auch schon länger. Und dann hat er irgendwann mal mit YouTube angefangen und ich habe jetzt auch mal mit YouTube angefangen. Aber der ganze Stress, ey, ich krieg immer weniger Haare, ey. Passt besser an die Feuerbrille. Das ist nur vom Vorteil, ohne Witz. Und ohne Witz. Kosten gespart. Ja, eben, richtig. So Leute, das war jetzt der First Impression von der Oculus Quest von Dennis Sunshine TV. Abonniert uns und sonst sind wir raus. Viel Spaß in der virtuellen Realität und in eurer Realität. Ciao. Ich dachte, das wäre die Realität schon. Also das ist mal mein, wenn man die anzieht. So. Ja.
Auf jeden. Also wenn du so rumläufst, oh, geil. Ach, sie wollen ja so man ist richtig drin, Sachen nochmal kaufen. Ja, erstmal, wirklich. Müsst ihr mal ausprobieren. Wenn ihr nicht so viel Geld ausgeben wollt, erstmal kauft euch die lieber so, also dass ihr es anmieten könnt, kostet auch nicht viel. Und wenn ihr euch dann die gefällt, kauft ihr euch einfach. Kauft ihr. Also wir haben da keinen Profit mit. Also wir tun ja nur ein Reaction-Video machen, dass es wie cool die ist. Ja. Weil, wir werden nicht gesponsert von Oculus. Weil das kein Geld rausschmeißen Reihe, sondern das also, ist wirklich mal. Was kostet neue Spielekonsole? Oh, mittlerweile noch 400 Euro plus Spiel, also mit Spiel zusammen. 450 Euro, Oculus Quest. Und die macht nicht für die PlayStation 4 so. Ein PlayStation 4, PlayStation 4 Pro mit der PlayStation VR ist auch cool, aber da sind Kabels dabei. Oder kenne ich ja manche Streamer, die tun ihre PlayStation neben das Mikrofon stellen. Oh Mann, da hörst du nur, wenn du reingehst, ob das gerade so ein Helikopter so am Landen ist und die macht keine Geräusche. Nee, die ist geil. Die gibt guten Ton aus, man muss doch nicht mal Kopfhörer anziehen wie von der VR-Brille am Computer. Vorsicht, Leute sind da echt verwöhnt, gerade bei VR sind da gibt es Audio-Straps und so. Ja, gibt's viele Sachen, aber ich meine jetzt so klein. Die beschweren sich wirklich darüber, dass der Sound nicht so bombastisch ist, dass da kein Bass kommt und so und machen, das Gute ist, man hat hier, guck mal näher. Ich sag mal so, wenn man keine Soundboxen oder so Kopfhörer mitholen will, wenn man das einfach so schlicht halten will, dann hat man da trotzdem noch Ton drin. Da ist ein Kopfhöreranschluss, da könnt ihr eure eigenen Kopfhörer anschließen, wenn der Sound, der hier rauskommt. Genau, aber ich meine so, wenn man keine Kopfhörer dabei hat, man vergisst sie, man hat trotzdem Sound drin. Man kriegt die auch mit, wenn man anrufen will. Weil ich hasse immer so viele Sachen mitzunehmen, dann hole ich immer so... Das Ding ist, bist du zu Hause, bist in der VR, in der virtuellen Realität und du kriegst einen Anruf und würdest ihn eigentlich nicht gerne verpassen wollen. Dann ist das schon cool, dass man auch seine Umwelt mitkriegt. Ja, dann hast du die Brille auf und dann sagst du, yo, was geht? Ja, guckst du da hin. Boah, ist das nicht ein schöner Himmel? Achso, nee, bei euch ist es am Regen. Ich bin ja gerade im Game. Genau. So, aber wir werden uns nochmal verabschieden. Genau. Habt einfach Spaß. Scheißegal, was ihr macht. Ja, auch bei Sportfilmen. Mir egal. Ich wünsche euch was. Ach stimmt, man kann ja noch da Filme drauf gucken. Man kann dabei auch Sportfilme drauf gucken, ja. Und so andere Dinge. Ja, das sind ja Sportfilme. Achso, die... läuft alles unter dem Begriff Sportfilme. Ich weiß. Ach, du lernst schon viel. Das andere Fußball, genau. Das Bowling. Frauenfußball. Ich stehe voll auf Frauenfußball. Magst du kein Frauenfußball? Oh doch. Das ist so. Mann, das ist sympathisch, man kann sich unterhalten. Ja, auf jeden Fall. Gucken. Über Fußball sowieso. Haut rein, Leute. Ciao.